Bongo Bongo Drop In. Alles klar. Soll das jetzt Angst machen oder? Da steht jetzt keine Streckenbeschreibung. Na gut. Ja, dann, Kinders. Ihr habt Streckenkenntnis. Ja, sonst fahrt halt einfach raus, ich fahr dann weiter. Aber mir wurscht. Also mir ist nur, wenn einer vorfahrt, weil dann sieht man ein bisschen mehr, finde ich. Dann filmen wir mal einen Hans, hä? Ja, genau. Oh ja. Da wird's gleich mal ruppig. Und dann, Und sportlich, wurzelig. Ja, das hat jetzt mehr den Charakter von einer Naturstrecke. Muss man ganz klar sagen. Nehmen wir Anlieger. Anlieger. Boah. Schlammloch. Zwischendrin Holz. Aber alles mit Hasendraht. Sehr gut. Das haben sie hier eh gut gelöst. Ein paar Wellen. Schön. Fliegt Steiner. Zack, zack. Ja, viel Holz. Gibt es mehrere Varianten. Jetzt tun wir ja sportlicher. Und rutschig. Und feucht. Ja, das ist natürlich, wenn es feucht ist, schon echte Herausforderung. Und technisch schwer. Technisch alternativ wäre noch die Downhill-Strecke, wobei die im Nasszustand, also soweit ich mich erinnere, super extrem ist. Jetzt ist das schon. Spannende, schlammige Geschichte. Vielen Stufen und ja, yeah, ein Haufen Dreck. Gut. Kommt die Twin Curve. Oh, ist mir zu spannend jetzt so nahe zu fahren, da braucht man Schwung. Ach, herrlich. Viel Holz mit Geländerabsicherung, nach außen hin zumindest. Hohe Stufe. Ein Downhill als Kettenblatt hängen, mal droppen müssen. Süß, nett gemacht. Zwiesel Bridge. Mal langsam runter, sonst bleiben wir wieder hängen. Ah, bei Nässe spannend. Das muss man wirklich sagen. Da kann man es einfach nur laufen lassen kurz und unten wieder zusammenbremsen. Ah, selektiv. Also zum wirklich sagen, interessante Kombination. Ja, das ist eine ganz schöne Schlammschlacht.
Spitzeln trocknen auch zum Glück langsam ab. Umleitung. Okay. Ah ja. So, da geht's jetzt wieder über ran. Anlieger. And here we are.